Hallo, ich bin die Ramona Springer und wir sind hier im Schnelltestzentrum in Ramstein. Und ich bin verantwortlich für das Schnelltestzentrum. Ich habe das aufgezogen jetzt auf die Schnelle, um einfach hier aktiv zu werden und mitzuhelfen in der Gemeinde. Ja, also die Idee entstand tatsächlich am 23.12. Mein Mann und ich, wir saßen zu Hause und haben überlegt, was können wir denn tun, um die Gemeinde hier in Ramstein-Miesenbach zu unterstützen? Wie können wir helfen, die Pandemie ein bisschen einzudämmen, einfach in den Griff zu kriegen? Und ja, dann saßen wir da und haben gedacht, eigentlich das Beste ist, wenn wir irgendwas anbieten können, wo die Leute die Gewissheit haben, sind sie denn positiv oder sind sie negativ? Und wenn sie positiv sind, dass sie sich möglichst schnell isolieren und in häusliche Quarantäne begeben. Und da kam die Idee mit dem Corona-Schnelltestzentrum. Ja, und dann musste man natürlich die Idee auch erstmal abklären. Es ist ja in unseren Köpfen, kann es ja noch so schön sein, wenn der Bedarf aber nicht gesehen wird, ist es natürlich etwas schwieriger. Also haben wir gleich den Bürgermeister angerufen, den Ralf Hechler, haben einen Kontakt zu ihm gesucht und er hat es sofort unterstützt. Er hat direkt reagiert, hat den Landrat, den Ralf Lessmeister, ins Boot genommen und auch er hat am gleichen Abend noch uns angerufen, um das Konzept mit uns zu besprechen. Ja, nachdem wir dann natürlich das Okay hatten vom Herrn Hechler und auch die Unterstützung vom Herrn Lessmeister, ging es weiter. Wir haben dann uns hingesetzt über die Feiertage, haben Konzepte entwickelt, Hygienekonzepte, Reinigungskonzepte, Lüftungskonzepte, Ablaufpläne, wie findet so ein Test überhaupt statt? Der Kunde fährt auf den Parkplatz, kommt hier rein, wird getestet. Und dann haben wir natürlich das Gesundheitsamt Kaiserslautern mit ins Boot genommen. Mit der Frau Lill hatten wir da eine wirklich tolle und kompetente Ansprechpartnerin und die kam sofort vor Ort und hat sich alles angeguckt. Und dann ging es weiter, nachdem die Frau Lill uns ihr Okay gegeben hat zu den Konzepten, dass wir gesagt haben, ja, jetzt müssen wir das Ganze hier auf die Beine stellen. Wir brauchen Räumlichkeiten, den Raum im Springer Fitness- und Gesundheitsclub, den haben wir natürlich. Den dürfen wir ja aktuell leider nicht nutzen. Deswegen haben wir gedacht, stellen wir ihn einfach dafür zur Verfügung. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie viele Kabinen können wir denn hier einbauen? Sind im Endeffekt 3 geworden unter Absprache mit dem Gesundheitsamt. Und dann haben wir die Firma Decius hier aus Ramstein mit ins Boot genommen. Der Fabian Decius war auch sofort bereit, hat gesagt, einen Tag nach Neujahr bin ich bei euch und ich baue euch die Kabinen. Und dann war das auch innerhalb von einem Tag tatsächlich erledigt. So, dann standen die Kabinen, die sahen noch nicht ganz so schick aus wie jetzt. Also sind wir hingegangen, das Team vom Springer Fitness- und Gesundheitsclub hier in Ramstein hat sich hingestellt, hat die Kabinen gestrichen, hat sie ausgestattet, einfach schick gemacht, dass man sich auch ein bisschen wohlfühlt, wenn man zu uns kommt und sich seinen Test machen lässt. Und da stehen wir jetzt. Und jetzt ist es soweit, dass hier die ersten Kunden tatsächlich schon kommen können. Ja, die Frage stellt sich natürlich für den einen oder anderen, wer finanziert es? Es ist so, dass wir das tatsächlich uns aus unseren privaten Mitteln finanzieren. Also uns ist es einfach wichtig, dass hier in der Gemeinde was passiert und dass wir da einfach unterstützen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Geld in die Hand und machen das aus unseren eigenen Mitteln. Wir haben das große Glück, dass wir in unserem bestehenden Team des Springer Fitness- und Gesundheitsclubs ja schon 2 Mitarbeiter haben, die medizinisch ausgebildet sind. Das sind medizinische Fachkräfte, weil nicht jeder kann einen Abstrich machen. Also ich darf ihn nicht machen. Wenn Sie hier kommen, zu uns in das Corona-Testzentrum Ramstein, werden Sie nicht mich sehen, sondern Sie werden eine unserer Mitarbeiterinnen sehen. Das ist die Yvonne Zanger oder auch die Natascha Dick. Beide sind Arzthelferinnen. Die Yvonne Zanger hat nochmal extra eine Schulung gemacht, die ging ja einen guten Tag. Da hat sie nochmal die wesentlichen Grundlagen einfach nochmal zur Auffrischung bekommen und natürlich die Information und die Handhabung von diesen Corona-Schnelltests, wie das abläuft, was zu beachten ist und so weiter. Und unsere zweite Mitarbeiterin, die Natascha, die arbeitet Vollzeit noch in der Praxis, also als Arzthelferin. Die hat so und so tagtäglich mit Corona-Tests zu tun. Da brauchten wir keine Schulung mehr zu machen. Aber das werden die beiden Mitarbeiter sein, die sich hier bei uns im Corona-Testzentrum antreffen.
Also gestern am Donnerstag war das Gesundheitsamt bei uns und auch der Brandschutz hat sich alles nochmal angeguckt. Und wir haben die Abnahme direkt bekommen. Also es passt alles. Wir haben direkt um 1 Uhr schon den ersten Kunden da gehabt, der sich testen ließ. Die Nachfrage ist tatsächlich sehr groß. Und es ist so, dass wir ab sofort jeden Tag, also Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7 bis 10 Uhr für Sie da sind. Und Mittwoch sind wir am Nachmittag da von 15 Uhr bis 18 Uhr. Sie können sich einen Termin buchen direkt online auf unserer Webseite www.coronatest-rammstein.de. Da kann man sich einen Test direkt online reservieren. Dann hat man seinen Zeitpunkt, zu dem man kommt. Muss nicht warten, kommt auch nicht in Kontakt mit anderen Leuten, die zum Test kommen. Und insofern ist das alles sehr einfach und sicher gestaltet. Ja, die Frage ist natürlich, wer kann sich testen lassen? Also, wenn Sie Symptome haben, Husten, Geruchs-, Geschmacksverlust, Fieber, dann sollten Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen und Ihren Arzt anrufen. Dann dürfen Sie tatsächlich nicht zum Schnelltest kommen. Zum Schnelltest kommen nur die Personen, die keine Symptome haben. Sie werden auch, wenn Sie reinkommen, getestet, ob Sie Fieber haben. Und wenn Sie tatsächlich Fieber haben sollten, dürfen wir Sie leider nicht testen. Also nur symptomfreie Personen, die einfach sicher sein wollen, weil sie vielleicht Kontakt hatten mit jemandem in der Vergangenheit oder weil sie vielleicht am Wochenende oder am gleichen Tag noch die Oma besuchen möchten oder die Eltern, die vielleicht schon zur Risikogruppe gehören, dann dürfen sie natürlich jederzeit kommen. Ja, also die Frage stellt sich natürlich, wer trägt die Kosten für so einen Schnelltest? Das ist zu sehen wie eine Igelleistung beim Arzt, kann man schon fast sagen. Sie entscheiden sich für diese Leistung, Sie wollen die Leistung in Anspruch nehmen und zahlen es dann aus Ihren eigenen Mitteln dann. Informationen zum Preis finden Sie auch auf unserer Webseite, die www.coronatest-rammstein.de. Da finden Sie alle Informationen rund um den Schnelltest. Ja, Lars Springer hat sich gemeldet zwischen Weihnachten und Neujahr, hat angerufen bei mir und hat gesagt, dass er die Möglichkeit hat, hier ein Testzentrum in Rammstein zu errichten. Das Gesundheitszentrum Springer ist es ja letztendlich und deshalb freut es mich auch, dass er auch diesem Anspruch auch dieser Form auch nochmal gerecht wird. Die Fitnessstudios und viele andere Bereiche sind ja leider geschlossen und ich finde das sehr gut, dass er diese Situation auch erkennt und dementsprechend auch was Positives für uns alle macht, nämlich das Testzentrum hier zu organisieren. Dann haben wir den Kontakt zur Kreisverwaltung, mit Landrat Lessmeister hergestellt, Gesundheitsamt, alles auch abgenommen und die haben fest gearbeitet in den letzten Wochen, habe ich gesehen, und ruckizucki das Testzentrum jetzt auch eröffnet. Das freut mich sehr. Wer also keine direkten Symptome hat oder beziehungsweise keine Krankheitssymptome hat, kann sich jederzeit auch dort einen Schnelltest machen lassen. Das geht ruckizucki. Man meldet sich im Portal an, kann sich dann den Ein- oder sogar Doppeltest auch kaufen, kriegt seinen Termin. In 15 Minuten weiß man, ob man einen positiven Bescheid hat. Dann läuft auch alles weiter. Die helfen auch dann weiter, wie man dann in puncto Quarantäne oder die Gesundheitsamt, wie das alles abläuft. Also professionell gemacht und ich freue mich, dass das hier in Rammstein möglich ist. Also ganz großes Lob an Lars Springer und sein gesamtes Team.